Kennt ihr das beliebteste Thema hier auf YouTube, zumindest in meinem Kanal und auf vielen anderen Kanälen, wenn es um das Thema neue Technologie geht, vor allem künstliche Intelligenz? Datenschutz. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institutionen sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? Und deswegen, Spaß beiseite, machen wir jetzt ein Video Deep Dive Datenschutz und KI mit einem der besten, wenn nicht sogar dem besten Datenschützer oder Experten des Landes, der das schon sehr lange macht und nichts anderes macht als Datenschutz. Oder bei die Fische, wie wir hier in Hamburg sagen, wir haben einen Datenschutzbeauftragten bei Blackboard, Sebastian Krasker, Dr. Sebastian Krasker. Bond. James Bond. Sebastian ist derjenige, den ich immer frage, nicht können wir das möglich machen, sondern wie können wir das möglich machen? Ihr werdet nach dem Video wissen, kann ich ChatGPT in der Firma einsetzen? Was muss ich mit meinem privaten Account tun? Was muss ich als Unternehmen wissen, um das zu tun? Was hat überhaupt die EU damit zu tun? Welche Tools kann ich einsetzen und wie steht es um die Datensicherheit? Alle diese Sachen bekommt ihr, damit ihr supercharged und datengeschützt durch den Alltag kommt. Sebastian, ich hatte das schon erzählt, du bist seit vielen Jahren unser Datenschutzbeauftragter. Wir machen das schon eine ganze Weile mit dir und vor allem bist du jemand, der sehr bewandert ist. Als ich gerade jetzt in München war, warst du auf dem Weg nach Brüssel. Das heißt, du bist auch wirklich mittendrin sozusagen im Epizentrum dessen, was gerade geht. Vielleicht gibst du mal so einen Eindruck von dem, was du dort gemacht hast, bevor wir ins Detail gehen. Ja, in Brüssel haben wir uns getroffen. Das ist die jährliche Datenschutzkonferenz der IAPP. Ein Forum, knapp 3000 Leute dort, Vertreter der Europäischen Kommission, der Aufsichtsbehörden, viele Berater, viele Unternehmensvertreter. Und eines der zentralen Themen dort war natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz, KI. Es gibt dort einige regulative Überschneidungen mit dem Bereich Datenschutz natürlich. Das wird niemanden überraschen. Ich glaube, man hat in Teilen, Stichwort Draghi-Report, schon verstanden, dass wir da ein Thema haben, wo wir die richtige Balance ansetzen mit zu viel und zu wenig Regulierung. Das war auch so ein bisschen der Tenor der Hauptreden. Wo ist da die richtige Balance gefunden? Wenn wir das Thema KI-Anwendungen anschauen, da wird eigentlich differenziert in drei Phasen. Das Antrainieren, das Anlernen eines LLMs, dann das LLM selbst im ruhenden Zustand und dann die Anwendungsfälle, die das Implementieren in konkrete Szenarien. Das Thema 3, was die Implementierung in konkrete Szenarien angeht, da ist man eigentlich schon relativ weit, auch den Unternehmen brauchbare, aus meiner Sicht, Handlungsempfehlungen an die Hand zu geben, wie KI im Unternehmen implementiert werden kann. Ich bin bekannt dafür, dass ich bei dem Thema immer so schwarz und weiß bin und viele sagen, ich bashe auf den Datenschutz. Tue ich überhaupt nicht. Ich sage nur, was ich beobachte, viele Menschen sind ängstlich, wenn es um das Thema geht. Und diese Angst, die überträgt sich dann plötzlich auf Datenschutz. Und Sebastian hat da ehrlich gesagt eine sehr klare Meinung dazu. Da einfach zu sagen, das geht alles nicht wegen Datenschutz, das greift zu kurz. Ja, das klingt auch so ein bisschen nach, ich habe Angst vor Veränderung und das Thema Datenschutz kann keiner so richtig greifen. Also eignet es sich auch perfekt irgendwie dann für alle möglichen Ausreden zur Verfügung zu stellen. Das ist inhaltlich an sich nicht gerechtfertigt. Wie du sagst, es gibt gewisse rechtliche und technische Controls, die man beachten muss. Aber die großen Anbieter bieten das auch. Und es gibt darüber hinaus auch nicht nur die großen, sondern auch viele mittlerweile kleinere Spezialanbieter, die sich eben darauf spezialisiert haben, zu sagen, okay, ich implementiere dir das. Und wenn du vielleicht eben aus anderen rechtlichen Gründen heraus das nicht bei den Großen haben möchtest, sondern da gewisses Know-how auch im Haus halten möchtest, dann gibt es eben auch Möglichkeiten, das quasi stärker in die eigene Prozesslandschaft zu integrieren und da auch auf stärker technisch durch das jeweilige Unternehmen kontrollierbare Lösungen zurückzugreifen. Schaut einfach einmal hin, ob es eher ein Vorwand ist oder ein echter Einwand. Beispiel:
Alle arbeiten mittlerweile in der Cloud. Gerade in Deutschland in der Corona-Zeit, plötzlich waren alle auf Teams, alle irgendwo in Videokonferenzen. Es war plötzlich kein Problem mehr. Und wir haben jahrelang, fast ein ganzes Jahrzehnt lang, dafür gesorgt, dass Leute sagen, doch, das geht, du kannst es machen, es funktioniert. Und plötzlich war es überhaupt gar kein Thema mehr. Und das will ich einfach nur zeigen, wie stark diese Diskrepanz ist. Das heißt, es ist in den meisten Fällen eher ein emotionales Thema. Und das ist dann ja auch berechtigt. Es ist ja total berechtigt zu merken, ui, da hat jemand Angst, wie gehe ich damit anders um? Nun, dann ist es ein anderes Thema als ein Datenschutzthema. Das ist das, was ich im Kern habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn euch das bisher geholfen und gefallen hat. Und wenn ihr eine spezielle Frage habt und das Gefühl habt, hey, meine wurde hier nicht beantwortet, dann kommentiert das bitte unten rein. Ich würde dann mit Sebastian ein extra Q&A-Collaboration-Video zum Thema Datenschutz zwischen seinem und meinem YouTube-Kanal machen. Und jetzt geht's weiter hier mit diesem Video. Dann kommt meistens sofort ein Kommentar und der heißt dann, ja, aber. In unserem Unternehmen haben wir hochvertrauliche Daten. Wie sieht's aus mit der, und das ist dann kein Datenschutz, sondern Datensicherheit? Ich habe immer Sorge um die Datensicherheit, ist die ehrliche Antwort. Und zwar unabhängig, ob KI-Tool oder nicht. Also Spaß beiseite, natürlich das Thema Informationssicherheit ist ja ein in Anbetracht der aktuellen Sicherheitslage absolut beherrschendes Thema. Ja, und selbst wenn du alles Marktübliche unternimmst, dein Unternehmen abzusichern, verbleibt dennoch immer ein Restrisiko, dass du dennoch Opfer von teilweise staatlich unterstützten Hackergruppen werden kannst. Also das mal vorweg geschickt. Darüber hinaus gilt dazu an sich das, was man mit allen Dienstleistern hat, egal jetzt ob KI oder nicht. Es ist der Rückgriff auf bestimmte Zertifizierungsmaßnahmen, um zu versuchen, zumindest eine Art Mindeststandard dort zu implementieren und dann je nach Geschäftskritikalität dann gegebenenfalls auch die Auditierung des Dienstleisters oder der Rückgriff auf selbstgeführte Strukturen, wobei auch da natürlich gilt, Informationssicherheit ist natürlich auch zu beachten, wenn man es selbst betreibt. Tatsächlich ist bei dem Thema so, muss man sich die Frage stellen, auch als kleines Unternehmen packe ich alles in eine Cloud, in mehrere Clouds, und ich habe diese Frage ja auch bekommen und ich sehe das mittlerweile auch so, wo will ich meine Daten sicher halten? Und für mich war damals, wirklich vor langer Zeit, ein Argument zu sagen, hey, ich kriege meinen eigenen Server nicht so gut geschützt. Wir haben damals die Erfahrung gemacht, dass bei uns in einem Büro in Frankfurt der Sicherheitsstandard zwar hoch war, aber wir waren in einem Hochwassergebiet. So, das heißt, man hat mal nicht einen Einbruchgefahr oder Datendiebstahlsgefahr, sondern einfach so, diese Server stehen plötzlich dann unter Wasser. Das wäre halt ein Thema. Und so habe ich gesagt, dann packen wir sie halt in die Cloud. So kam das. Und heute, wenn man jetzt an Datensicherheit denkt, das ist so mein persönlicher Take, muss man natürlich gut abwägen, mit wem habe ich zu tun, was ist das für ein Unternehmen. Und ich sehe das wie Sebastian, die Mindeststandards, die sollte ein Anbieter haben. Da gucke ich immer nach, ob der Mindeststandard gegeben ist. Und dann ist es ja eben so, ein Vertrag kommt ja von Vertrauen. Ich muss ja darauf vertrauen können, wenn ich mit jemandem einen Vertrag abschließe. Das heißt, ich persönlich benutze nie Personal Tools, also nie die Tools, die for free sind, sondern ich zahle dann und habe dann einen Vertrag. Das ist eigentlich das, wie ich vorgehe, auch für mein Unternehmen. Aber das Thema wird sich auf jeden Fall auch immer weiterentwickeln und da kann man schon ein wachsames Auge haben. Und hier war noch ein spannender Kommentar, den ich auch vorgelesen habe, nämlich die Frage, wie kann ich, wenn ich jetzt eine KI persönlich quasi trainiert habe, die auch in der Firma benutzen? Weil das ist ja schwierig, wenn ich mich jetzt schon um alles gekümmert habe, was die KI kann, und in der Firma darf ich es nachher nicht verwenden. Das ist richtig. Also man kann, es kommt wahrscheinlich auf den Anbieter an, aber im Standardfall quasi das nicht von dem einen auf den anderen Account einfach so transportieren. Aber man kann ja schon der KI gewisse Vorlieben, wie man Antworten aufbereitet wissen möchte, mitgeben. Also gegebenenfalls mal die alte private KI fragen für einen Prompting für die neue KI im geschäftlichen Umfeld. Und das finde ich halt einen wahnsinnig guten Punkt. Warum? Weil das ist, unterstützt diese Denke mit, lass die KI für die KI schreiben. Also es gibt dieses schöne Beispiel, ich glaube, von dem Microsoft AI-Chef, der gesagt hat, frag doch mal ChatGPT, was weißt du alles über mich, was ich nicht weiß? Und dann denken die, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist halt super spannend, weil plötzlich merkt man so, okay, die hat schon einige Ideen von mir und wie ich ticke und wie ich arbeite. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist spooky, sage ich euch, ihr werdet halt in Zukunft ein AI-Companion haben, der euch begleitet. Das Ding wird more sticky sein als ein iPhone oder euer Android, was ihr auch schon keine Armlänge weglasst. Und das wird deutlich krasser sein. Und die Frage ist, und da fand ich Sebastian die Idee gut,
Wie könnt ihr das, was ihr dort schon antrainiert habt, mitnehmen? Promptet es einfach. Sagt, hey, welche Teile von denen, die wir schon erarbeitet haben, sollte ich in meinen beruflichen Prompt mit rübernehmen? Das ist so, wie wenn ihr ein privates Telefon und ein berufliches Telefon habt. So, und eine Sache, die ich bisher noch überhaupt nicht so klar gehört habe von jemandem, der in diesem Bereich arbeitet, ist mal eine absolut klare Faustregel, die man anwenden kann. Und Sebastian hat es auf den Punkt gebracht, DSGVO und KI. Wie spielt das beides miteinander zusammen? Die DSGVO sieht eine rote Linie an der Stelle, wo die KI Entscheidungen des Menschen ersetzt und sie nicht mehr nur unterstützt. Wie alles im Recht gibt es auch da, ich sag mal, Wege drumherum oder bestimmte Auslegungsmöglichkeiten, aber das ist die rote Linie. Das heißt aber, alles bis dahin, was das reine Unterstützen der menschlichen Entscheidungsfindung angeht, da ist es eigentlich keine Frage des Ob, sondern nur des Wie, wie man es eben entsprechend umsetzt. Ja, und auch die KI-Anbieter, zumindest die großen, sind eigentlich mittlerweile so weit, dass sie entsprechende entweder technische oder rechtliche Safeguards zur Verfügung stellen, wie das datenschutzkonform eingesetzt werden kann. Du weißt es selbst von, ich sag mal, browserbasiert über API bis hin zu, ich hole mir das in die eigene technische Hoheit, gibt es dann da unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Aber die grundsätzlichen Fragen, das und wie es geht, die sind eigentlich beantwortet. Und dann durfte natürlich ein Thema nicht fehlen, denn darüber habe ich auch schon Anfang des Jahres ein Video gemacht und wir sind jetzt aktiv geworden auch bei Blackboard. Wir bilden auch unsere Kunden aus, hatte ich euch ja geteilt, aiofficer.io. Und ich habe Sebastian natürlich gefragt, was er als Datenschutzexperte zum Thema EU-AI-Act denkt. Und ich war überrascht über die Klarheit, aber verstehe seinen Punkt. Und ich glaube, das ist für euch wirklich spannend nochmal nachzuvollziehen. Die EU hat versucht, da in gewisser Weise das regulative Framework vorzugeben, auch in der Hoffnung und Erwartung, dass es ausstrahlt auf andere Regionen weltweit. Man hat den Zeitpunkt gewählt, weil Wahlen auf europäischer Ebene anstanden und so meine Interpretation, man sich auch nicht ganz sicher war, auch gerade mit dem Verrutschen der Mehrheiten in den Parlamenten, wie es nach der Wahl sein wird, und hat deshalb eine ganze Reihe von Regulierungsvorhaben quasi noch in den letzten Metern durchgebracht. Das einleitend, weil ich glaube, etwas mehr Zeit hätte dem AI-Act sicherlich gut getan, ihn in vielen Detailfragen noch mal weiter zu durchdenken. Aber die Zeit hatte man auf europäischer Ebene nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal arbeiten mit dem, was wir dort haben. In Deutschland steht noch die Entscheidung aus, wer den AI-Act umsetzen soll, also wer die Aufsicht über den AI-Act bekommt. Da haben sich die Aufsichtsbehörden im Datenschutzrecht stark positioniert. Allerdings hatte sich die Ampel für die Bundesnetzagentur entschieden. Auch die Union scheint zur Bundesnetzagentur zu tendieren. Allerdings haben wir momentan keine klaren, wie du weißt, Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Das heißt, es ist erstmal unklar, wer den AI-Act durchsetzen wird. Wir werden also Teile des AI-Acts wirksam werden, sehen, so die aktuelle Prognose, ohne dass wir eine Aufsichtsbehörde haben. Das wird sich mit der Zeit alles glätten. Ich glaube, dass unterm Strich sich Europa nicht unbedingt einen Gefallen mit dem AI-Act, wie der jetzt ausgefallen ist, getan hat. Vereinfacht gesprochen, sollten Unternehmen bei KI-gestützten Projekten die Anforderungen des AI-Act versuchen mitzudenken. Du kennst diese verschiedenen Stufen, Dokumentation, Beteiligung, Aufsichtsbehörden oder geht gar nicht, was dort geplant ist, dass man zumindest dieses regulative Framework versucht zu nutzen. Das war übrigens auch der Vortrag, den ich in Brüssel gehalten habe mit drei anderen Panelisten, wo wir versucht haben, Risikostreuungsmechanismen aus dem Datenschutz zu adaptieren auf die Anforderungen, die in der KI-Regulierung auf uns zukommen. Also ihr seht, das Thema ist nicht schwarz und weiß und das Thema ist gar nicht mal so uninteressant. Und mein Wunsch auch an euch ist, weiterhin einen gesunden Menschenverstand zu behalten und verantwortungsvoll mit dieser Technologie umgehen. Und das geht nur, wenn ihr selber ausprobiert, selber testet und selber auch Sachen macht, um zu sehen, wie funktioniert es, wie spielt es zusammen. Macht keinen Blödsinn, macht keinen Quatsch und vor allem macht nichts, was halt nicht erlaubt ist. Und ich finde, hier waren jetzt etliche Punkte drin, die das gut nachvollziehbar machen. Das heißt, für mich weiter
üben, weiter dranbleiben, weiter experimentieren, weiter schauen. Und ich glaube ganz persönlich, wir haben eine große Chance in der EU, stark zu werden in der Anwendung. Wir werden hier nicht die neuen Large Language Models aus dem Boden stampfen. Das ist zu aufwendig, braucht zu viel Energie. Da sind aber noch so viele Felder, die wir können. Und das ist etwas, von dem ich glaube, das wäre sehr gut möglich. Da sind wir aber alle gefragt. Wir haben bei Blackboard das Thema immer schon sehr ernst genommen. Deswegen haben wir so jemanden wie Sebastian als unseren Datenschutzbeauftragten. Ja, ich bin deinem Vorbild gefolgt, allerdings in kleinerem Maße. Und wir haben einen YouTube-Kanal eröffnet. Datenschutzvideos heißt er. Und da drehen wir hier in diesem Setup Datenschutzcafé. Einmal die Woche gibt es da ein kurzes Video. Und da erläutere ich immer quasi die Länge, die es braucht, einen Cappuccino zu trinken. Ein Datenschutzthema, das aktuell ist. So, wenn euch die Antwort hier noch nicht reicht, dann vergesst nicht, in die Kommentare schreiben und dann machen wir nochmal ein Video gezielt mit euren Fragen, die wir dann beantworten. Falls ihr dann noch weitere Fragen habt, hier ist noch der YouTube-Kanal von Sebastian. Danke fürs Zuschauen. Ja, einen schönen, supercharged, datenschutzkonformen Sunday.